Nein, wir freuen uns noch auf viel, wie es weitergeht. Es wird jetzt irgendwie noch in den nächsten Wochen rasant und turbulent und wir freuen uns und sind gespannt, was noch alles passieren wird und wie wir weiter gegeneinander agieren. Mo Entertainment. Lass uns was hören. Mein Name ist Jochen Weichenthal. Ich bin Schauspieler, derzeit am Theater Lübeck engagiert und ich wirke hier mit in Der kleine König Kalle Wirsch, produziert von Mo Entertainment und ich spreche den kleinen König Kalle Wirsch. Kalle Wirsch ist erstmal ein König, der König des Erdmännchenvolkes. Soll mir recht sein. Gebt uns die Kristalle. Ich spreche den so ein bisschen, ja, so ein bisschen in diese Richtung. Hi, mein Name ist Leon Stiel. Ich bin mit Lena zusammen einer der Produzenten dieses Hörspiels und werde in diesem Making-of mal ein wenig als Overvoice fungieren. In diesem Making-of geht es um zwei Aufnahmetage mit Jochen und Sven. Am ersten Aufnahmetag ist Jochen da und am zweiten kommt Sven dazu. Wir haben damit angefangen, die Anfangsszene von Kalle Wirsch einzusprechen und zu proben mit Jochen zusammen. Und das ist folgende Situation. Kalle Wirsch wacht auf und ohne zu viel zu verraten, ist er mit Ton ummantelt. Also nicht Ton im Sinne von Ton, sondern im Sinne von Porzellanton. Was ist los mit mir? Wo bin ich? Eine merkwürdige Versammlung ist das. Wie ulkig die aussehen. Ganz anders als ich. Wieso anders? Woher weiß ich, dass ich anders aussehe? Und die erste Herausforderung bestand darin, herauszufinden, wie wir das umsetzen. Also erstens stellen wir das später mit einem Effekt nach, also legen wir einen Filter über Jochens Stimme. Oder Option 2, wir versuchen es direkt mit einem Effekt einzusprechen. Was ist los mit mir? Wo bin ich? Wo wir relativ schnell gemerkt haben, das klingt zu dumpf. Danach sind wir in die Küche, haben uns ein bisschen umgeguckt, haben Teller und Schüssel mitgenommen, was der Sache auf jeden Fall schon näher kam. Wo bin ich? Was ist mit mir los? Wo bin ich? Ich probiere gleich mal die Schüssel. Eine merkwürdige Versammlung ist das. Wie ulkig die alle aussehen. Ganz anders als ich. Wieso anders? Aber am Ende war es dann doch der Topf. Was ist mit mir los? Wo bin ich? Wie ich den Kalle Wirsch spreche, also wie ich mit meiner Physis, wie ich meine Sprache, wie ich meine Stimme verändere, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich gehe ein bisschen in so etwas Grunzigeres vielleicht und ich gehe auf jeden Fall sehr in die Kehle, wenn ich das technisch beschreiben sollte. Und gehe auch über Laute so ein bisschen. Also zum Beispiel bei Feuchte Erde macht er Feuchte Erde, also so richtig schön. Du genießt es endlich wieder, Feuchte Erde zu riechen, ja. Wenn du im Töpferstudio standst. Steine. Gras. Feuchte Erde. Nee, ich halte von dem Projekt, für mich ist es was ganz Besonderes, um ehrlich zu sein. Weil, wie gesagt, ich war jetzt 2 Jahre am Theater Lübeck engagiert. Und in diesem Projekt wirken viele Freunde und gute Bekannte und alte Bekannte mit, die ich noch aus Studienzeiten kenne. Beziehungsweise die Produktionsleitung sind ja auch Freunde von mir. So, es macht einfach Spaß. Und die Geschichte ist einfach eine zauberhafte, wunderschöne Geschichte. Und ich bin sehr stolz, dass ich da den Kalle Wirsch sprechen darf.